Ich muss zugeben, dieser Power Rangers Hype aus den 90ern ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe keinerlei Ahnung von der Hintergrundgeschichte und weiß nur, dass es Kämpfer und Kämpferinnen in verschiedenen Farben gibt. Da das Franchise aber so populär war, gab es natürlich auch so einige Videospiele mit den Charakteren. Wie schlägt sich diese Versoftung von der Filmauskopplung? Was taugt Mighty Power Rangers The Movie für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien 1995 und wurde von Tom Create entwickelt und von Bandai in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Japan ging bei diesem Spiel leider leer aus. Wie der Name es schon vermuten lässt, basiert das Spiel natürlich auf dem Film und ist zudem auf dem Super Nintendo, Mega Drive und dem Game Gear erschienen. Das Spiel ist ein klassisches Beat'em'up, welches sich ähnlich wie die ersten beiden Turtles-Spiele nur auf einer Ebene abspielt. Zum Start könnt ihr die ersten 5 Stages mit den jeweiligen Bossen frei auswählen und danach aus den 6 Power Rangers. Diese unterscheiden sich in 2 Kategorien, einmal Gelb, Schwarz und Pink und die andere sind Blau, Rot und Weiß. Erstere sind schneller und können höher springen. Letztere sind etwas langsamer, können nicht so gut springen, sind aber dafür stärker. Der klassische Mix also. Den letzten Boss könnt ihr erst angehen, wenn ihr die anderen besiegt habt. Eure Attacken sind relativ überschaubar. Mit einem Knopf könnt ihr springen und mit dem anderen führt ihr einen Nahkampfangriff aus. Natürlich könnt ihr aber auch einen Sprungtritt ausführen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, und wo bleibt jetzt das Verwandeln? Das ist doch immerhin Kernbestandteil der Serie. Natürlich wurde das auch hier eingebaut. Wenn der Power-Balken unten gefüllt ist, welches entweder durch das Erledigen von Gegnern oder das Aufsammeln des entsprechenden Symbols passiert, könnt ihr Select drücken und schon verwandelt sich euer Kämpfer. Dieser heilt sich dann komplett und teilt doppelt so stark aus. Soweit also das Grundsätzliche. Wie ist aber das Spielgefühl? Das passt, jedoch finde ich es nicht überragend. Ich kann nicht genau den Finger darauf legen, aber die Kämpfe fühlen sich irgendwie nicht so knackig wie in anderen Genrevertretern an. Dabei stimmt dort augenscheinlich alles. Die Hitboxen passen und die Gegner hauen einen nicht sofort in den Dauerlockdown. Aber irgendwie fehlt doch das gewisse Etwas. Das heißt jetzt jedoch nicht, dass es sich schlecht anfühlt. Hier und da hält sich der Levelfortschritt auch mal an und ihr müsst zuerst vorhandenen Gegner erledigen. Die Level an sich sind jedoch sehr schön abwechslungsreich gestaltet und bieten euch schon einmal knifflige Hindernisse wie Laufbänder. Das ist jetzt alles natürlich nichts revolutionär Neues, aber jedoch sehr gut umgesetzt worden. Am Ende eines jeden Levels erwartet euch dann natürlich der ausgewählte Boss. Um euren Fortschritt festzuhalten, bekommt ihr regelmäßig ein Passwort. Solltet ihr mal ein Level verlieren, ist zwar das Spiel vorbei, aber ihr habt unendlich viele Continues. Die Grafik ist sehr detailliert und die Hintergründe sprühen nur so vor Details. Die Spieler- und Gegner-Sprites sind auch angenehm groß. Stellenweise finde ich das allgemeine Bild jedoch etwas unruhig und unübersichtlich. Da wäre vielleicht manchmal etwas weniger mehr gewesen. Im allgemeinen Spielablauf stört das allerdings nicht. Der Sound ist mal gut, mal schlecht. Mich hat die Musik stellenweise genervt, untermalt im Allgemeinen jedoch ganz gut das Spielgeschehen. Was taugt Mighty Power Rangers The Movie für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist durchaus ein solides Beat'em'up. Bei einer Filmversoftung habe ich ehrlich gesagt wesentlich schlimmer erwartet. Wenn ihr Fans der Vorlage seid, könnt ihr hier also bedenkenlos zugreifen. Für alle anderen erwartet euch hier ein durchschnittliches Beat'em'up. Das war der Test zu Mighty Power Rangers The Movie. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.